So. Dann. Und dann dürfen Sie auch nach Hause. Nachricht, die dann so ein bisschen Freude bringt. Ah, okay, also Optimierung. Das ist das letzte Thema, ich glaube, Kapitel Nummer 11, ne? Okay, und hier in dem Fall geht es jetzt um Mitte, ohne nämlich. Teile von diesen, was wir jetzt hier machen, sind jetzt hier noch in Kapitel 9 drin, die wir jetzt hier noch nicht besprochen hatten. Das hole ich jetzt hier nochmal nach. Und dann gehe ich jetzt hier nochmal über auf die anderen. Okay. Gut. Also Optimierung, was meine ich damit? Es geht jetzt hier darum, dass man sogenannte lokale Maxima und Minima findet. Ja? Was es ist, also von Funktionen. Ja? Was es ist, vielleicht schon mal kurz ein kleines Bildchen. Dass man das jetzt hier hat. Und dann verzichte ich jetzt hier auf die Definition oder zumindest verzichte ich jetzt hier das dann gegebenenfalls dann auch anzuschreiben. Das finden Sie dort auch alles in Kurzskript dort. Das ist jetzt hier dann auch nochmal von angegeben. Also was meine ich jetzt hier damit? Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Und zwar, wir haben jetzt hier ein Koordinatensystem und es gibt jetzt hier eine Funktion, die verläuft so. Ja, vielleicht mal so. Okay, ja, in etwa so. Es kann auch, ist auch egal. Im Prinzip. Und jetzt sind jetzt die Frage, was sind jetzt hier lokale Extremwerte? Ja. Lokale Extremwerte sind Stellen jetzt hier bei einer Funktion, wo innerhalb einer bestimmten Umgebung, also in einem bestimmten Intervall an diesem Extremwert herum, die Funktion ein absolutes Maximum oder ein Minimum hat. Also was ich jetzt im Konkreten meine, zum Beispiel dieser Punkt hier. Ja, dieser Punkt oder beziehungsweise der Wert davon, das ist ein lokales Maximum von der Funktion. Warum nur lokal? Wie gesagt, lokal heißt jetzt in diesem Fall in einem bestimmten Bereich, weil zum Beispiel dieser Punkt hier, der da höher liegt. Ne? Das heißt, da ist die Funktion größer als hier. Ne? Okay, aber in diesem Fall ist es ja so, dass in einem bestimmten Bereich, also oder man sagt auch genauer, in der Umgebung dieses Punktes herum, dieser Wert am größten ist. Ja? Also Umgebung heißt, ein bisschen links und ein bisschen rechts von dem Punkt, beides. Ja, also nicht nur eins, also nicht nur links oder so, sondern beides. Ne? Letzten Endeffekt, also in einem bestimmten Intervall, zum Beispiel hier, wenn ich mich jetzt nur auf dieses Intervall hier beschränke, dann ist innerhalb dieses Intervalls dieser Punkt am höchsten. Und wenn es halt so ein Intervall gibt, dann nennt man das halt in dem Fall auch einen lokalen Extremwert. Ne? Also sprich jetzt hier in diesem Fall ein lokales Maximum, ja, das schreibe ich jetzt ja auch nur dazu. Also das ist ein lokales Maximum. Okay. Lokal, wie gesagt, in einem bestimmten Bereich. Und das ist aber auch kein globales Maximum. Weil, warum? Weil es hier zum Beispiel Punkte gibt, die weiter höher liegen bei der Funktion. Dieser Punkt hier, das ist auch kein, das ist aber wiederum auf der anderen Seite, obwohl der höher liegt als der hier, der ist kein lokales Maximum von der Funktion. Und der Grund dafür ist, weil jetzt hier um diesen Punkt herum, ja, also in der Umgebung des Punktes, kein Bereich gibt, wo dieser Wert am höchsten ist. Den Rest davon sind die Werte ja noch größer, ja, als der hier. Ja, okay, sehen Sie das? Ja, also das heißt, es muss ein Bereich vorliegen, und zwar um diesen Punkt herum, wo dieser Punkt natürlich auch in der Mitte liegt, sodass der Punkt natürlich in diesem Bereich am größten ist. Das ist jetzt hierfür nicht möglich. Ja, aber hierfür sehr wohl, ne? Zum Beispiel hier dieser Bereich. Was haben wir hier vorliegen beispielsweise? Hier, ne? Wiederum ein anderer. Das ist ein anderes Extremwert. Das ist dann demzufolge, also wenn das ein lokales Maximum ist, was glauben Sie, was das hier ist? Lokales Minimum? Ja, genau, offensichtlich. Ja, also das heißt, hier habe ich ein lokales Minimum von der Funktion. Auch hier, warum nur lokal? Weil es zum Beispiel auch
andere Werte gibt von der Funktion, die weiter drunter liegen. Ja, das heißt, lokal heißt ja nur in einem bestimmten Bereich am kleinsten. Und das könnte zum Beispiel der Bereich von hier bis dahin sein. Ne? Das sehen Sie also hier zum Beispiel von da bis dahin, ist dieser Punkt am kleinsten von der Funktion. Das heißt, ich habe dort ein lokales Minimum. Ja? Okay? Aber dieser Wert zum Beispiel, was hatte ich jetzt hier? Ne? Der ist deutlich kleiner. Ne? Und das heißt, in dem Fall habe ich auch ein lokales Minimum, aber dieser Punkt ist nicht nur lokal am kleinsten, also nicht nur im bestimmten Bereich am kleinsten, sondern, sondern im ganzen Definitionsbereich der Funktion. Also wenn wir davon ausgehen, dass es jetzt hier so weitergeht, wie das jetzt hier so ne, der Fall war. Okay? Also wenn wir jetzt hier davon ausgehen, dass die Funktion jetzt hier so weiter nach oben läuft und hier von oben kommt. Ne? Alles klar, das heißt, hier habe ich nicht nur einen lokalen Extremwert, sondern auch einen globalen, in dem Fall ein globales Minimum. Ne? Okay. Alles klar, verstehen Sie den Unterschied zwischen lokal und global? Wie gesagt, lokal in einem bestimmten Bereich und global überall, im gesamten Definitionsbereich der Funktion. Ja? Okay. Jetzt ist die Frage, was haben diese Punkte gemeinsam? Vielleicht können Sie das jetzt hier da nicht über die Funktionswerte, sondern über eine bestimmte Eigenschaft nämlich dann klar machen, nämlich was die Steigung der Tangente angeht. Welche Steigung hat denn die Tangente oder haben die Tangenten in diesem Punkt? Null, so ist es. Okay. Das bedeutet also, wie könnte man jetzt hier im Grunde genommen diese Punkte denn finden? Oder was für Kandidaten kämen jetzt hier dann in Frage? Es kommen jetzt hier nur Kandidaten in Frage für diese lokalen Extremwerte. Das heißt Optimierung. Also Optimierung heißt, man möchte diese Extremwerte finden auf Deutsch. Ja, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen. Ja, aber ich glaube, das ist ja, glaube ich, schon mittlerweile selbstredend. Ne? Wie könnte ich jetzt hier, oder welche Eigenschaft haben diese Punkte? Die haben die Eigenschaft, dass die, letzten Endeffekt, Sie hatten ja gesagt, dass die steigende Tangente dort nur ist. Wissen Sie noch, was die Steigung der Tangente war oder wie das jetzt hier dann vielleicht anders ausgedrückt hatten? Über die? So ist es, genau. Das heißt, Sie wissen ja, wenn jetzt hier zum Beispiel an einer bestimmten Stelle sich ein lokaler Extremwert befindet, dann folgt daraus, dass dort die Ableitung der Funktion, in dem Fall, wenn die Funktion differenzierbar ist, aber davon gehen wir jetzt hier erstmal aus, dass die Ableitung der Funktion an dieser Stelle 0 ist. Okay? Das schreibe ich jetzt einfach mal hin. Okay, also vorausgesetzt, man kann die Ableitung bestimmen, aber wir gehen jetzt hier einfach mal davon aus. Ne? Okay, das schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu. Also, und das ist jetzt hier ein Satz, den ich jetzt hier dann ich auch nochmal dann auch betrachten möchte. Also wenn jetzt hier x, also an der Stelle also, oder schauen wir jetzt mal kurz dazu, an der Stelle x befindet sich ein, es ist jetzt ein lokaler Extremwert, und schaue jetzt einfach nur einen Extremwert. Okay, dann folgt was daraus? Dass, Sie hatten ja gesagt, dass die Steigung der Tangente an der Stelle 0 ist. Wie schreibe ich das formal hin? Das D? F' von x. Genau, ja, weil das ist jetzt hier nämlich jetzt dieser Wert f' von x ist gleich 0. Sehen Sie das? Ja. Erinnern Sie sich an die, also an das erste Kapitel Aussagelogik, wenn aus seiner Aussage eine andere Aussage folgt, ne? Also wenn das aus A, B folgt, wie nennt man die Aussage T? In dem Begriff. Nee, die Aussage B im Hinblick auf die Aussage A. Dann ist es notwendig, genau. Das heißt, das hier ist notwendig dafür, dass jetzt hier in dem Fall ein Extremwert vorliegt. Das schreibe ich jetzt hier auch mal in Wörtern hin, damit Sie das auch so sehen. Weil das ist jetzt nämlich das, was Sie jetzt hier eigentlich auch gerade festgestellt haben. Ne? Okay, also für einen Extremwert, ein Extremwert, ist es notwendig, dass die Steigung der Tangente, dass die Steigung
der Tangente null ist. Vorausgesetzt, die entsprechende Funktion ist differenzierbar. Ja. Also das heißt, man kann die Ableitung bestimmen und so weiter und so fort. Wir beschränken uns jetzt nicht irgendwelche auf irgendwelche komischen Sachen wie Beträge oder so. Ja. Alles klar? Gut. Jetzt ist die Frage, wir haben ja gesehen, es ist notwendig, dass die Steigung der Tangente null ist. Ist es die Frage ist, ist es auch hinreichend? Das bedeutet also, wenn die Steigung der Tangente null ist, handelt es sich dann automatisch um einen Extremwert. Und vielleicht können Sie dann das schütteln in den Kopf. Und lassen Sie vielleicht ein bisschen Platz frei. Und weil ich will das jetzt hier dann auch nochmal hinschreiben, ob das jetzt auch hinreichend ist. Machen wir ein Beispiel. Sie schütteln jetzt gerade den Kopf. Warum ist es also so, dass jetzt hier beispielsweise bei, also nur weil jetzt hier die Steigung der Tangente ja null ist, dass dann die Funktion nicht unbedingt ein Extremwert dort an der Schönchenstelle zu haben braucht? Ja, können Sie vielleicht sagen? Weil egal, ob es ein lokaler Bereich ist oder ein globaler, es kann ja noch eine andere Stelle geben. Ja, aber was wären das für Punkte beispielsweise? Also welche Punkte können Sie sich jetzt hier vorstellen, wo die Steigung der Tangente null ist, aber ich keinen Extremwert von der Funktion habe? Also wie sehen das jetzt zum Beispiel sowas aus? Wenn die Funktion eine Gerade ist. Oder so eine, ja, gut, aber wenn die Funktion eine Gerade ist, hat die sowieso kein Extremwert. Ja, stimmt. Ja. Weil dann ist ja dort in dem bestimmten Bereich jetzt hier der Wert der Funktion nicht erklärt. Dann ergibt sich jetzt hier die Frage. Ne? Also, wenn es jetzt hier eine Konstante ist oder so, für die Konstante interessiert uns ja nicht. Also, wenn die Funktion immer, egal was, ich da rein jetzt immer den gleichen Wert hat, dann muss ich den jetzt hier im Fall nicht auf Extremwerte untersuchen. Ich weiß ja sowieso, das kommt dann immer das Gleiche raus. Ne? Also denken Sie zum Beispiel die Funktion f von x ist gleich x hoch 3. Ja? Ich zeige Ihnen mal, jetzt gehe mal kurz, wie die Funktion aussieht, also f von x ist gleich x hoch 3. Die sieht so aus, schauen Sie mal kurz, so. In etwa so und dann so. Ja? Das ist jetzt hier nur eine kleine Skizze. Und hier habe ich an der Stelle 0 den Fall, nämlich jetzt hier gerade den ich jetzt hier befürchtet hatte. Ja? Und zwar, ich habe jetzt hier eine Tangente dort, die Steigung 0 hat. Sehen Sie das? Ja? Jetzt mal so ein bisschen quasi nachgezogen. Das ist jetzt hier die Steigung der Tangente an dieser Stelle. Ne? Okay. Aber ich habe dort, also an der Stelle 0, aber ich habe dort keinen Extremwert. Sehen Sie? Ja? Okay, das heißt, Steigung 0, aber kein Extremwert. So einen Punkt nennt man Sattelpunkt. Okay, also Sattelpunkt. Okay. Das können Sie dann dazu schreiben. Das sind jetzt hier Punkte, wo man eine Steigung von 0 hat bei der Tangente, aber keinen Extremwert hat. Okay. Und da man jetzt hier nicht unbedingt Lust hat, diese Funktion zu zeichnen, weiß man nicht von vornherein, ob man jetzt hier, weil man jetzt hier dann die Punkte ausgerechnet hat, wo die Steigung 0 ist, weiß man nicht immer von vornherein, ob die Funktion einen Extremwert hat oder nicht. Ja. Es könnte auch ein Sattelpunkt sein. Ja, das ist ein Problem. So, jetzt ist die Frage, was machen wir dagegen? Ja. Ja gut, wir schauen uns jetzt mal an, wie die Steigung jetzt hier aussieht. Aber ich schreibe jetzt hier nämlich dazu, also für den Extremwert ist es notwendig, dass die Steigung der Tangente 0 ist, wie man das jetzt hier sieht. Es ist aber nicht hinreichend, das wollte ich hier vielleicht mal dazu schreiben. Es ist aber nicht hinreichend. Okay. Okay. Was meine ich damit? Ich meine damit, nur weil die Steigung 0 ist, folgt noch nicht daraus, dass es sich um einen Extremwert handelt an der entsprechenden Stelle. Ja? Also wie gesagt, aus dieser Aussage folgt diese hier, aber aus der hier folgt nicht diese. Das sieht man jetzt hier in diesem Bild. Ja? Okay? Also bei diesem Sattelpunkt hier an der Stelle. Ja? Das ist jetzt hier der Sattelpunkt. Die Sattelpunkte möchte man nicht haben. Wir möchten nur Maxima oder Minima haben. Okay? So, jetzt ist die Frage, wie können wir diese Punkte dann ausschließen? Dazu müssen wir uns nochmal anschauen,
wie sich jetzt hier die Steigung verhält. Letztes Endeffekt machen wir uns mal, bevor wir das tun, machen wir uns mal klar, wie man zum Beispiel jetzt hier von der letzten Endeffekt jetzt mit Hilfe der Ableitung auf die Monotonie der Funktion schließen kann. Ja. Erinnern Sie sich, das hatten wir jetzt hier noch im Brückenkurs, was eine monoton steigende oder eine monoton fallende Funktion war. Was heißt nochmal streng monoton steigend? Vielleicht nochmal salopp gesagt, streng monoton steigend. Immer steigt. Genau, also dass die Funktion von links nach rechts immer zunimmt. Ja, streng monoton steigend. Vielleicht schauen wir das nochmal kurz auf. Also, ja, das geht gerade von der Definition. Okay. Das finden Sie auch in dem Kurzskript etwas präziser formuliert. Und zwar streng monoton steigend heißt, heißt jetzt hier im Konkreten, dass die Funktion von links nach rechts stets zunimmt. Okay, Funktion, also auf Deutsch jetzt hier, Funktion nimmt von links nach rechts, von links nach rechts, stets zu. Okay, von links nach rechts, wissen Sie, was ich meine? Ja? Okay, so, wenn die Funktion von links nach rechts zunimmt, was glauben Sie dann, wie die Steigung der Tangente dann aussieht? Wie müsste dann die Steigung einer Tangente sein von einer Funktion, die zunimmt von links nach rechts ausgesehen? Also zum Beispiel, wenn Sie vielleicht mal kurz jetzt hier auf diese Funktion schauen. Diese Funktion ist tatsächlich streng und steigend, nicht? Letzten Endes. Ja, weil er von links nach rechts jetzt hier dann zunimmt. Ja? Wie sieht jetzt hier die letzte Endeffekt? Wie sehen jetzt hier die Steigung der Tangenten nach aus? Besser als 0. Genau, richtig. Ja? Außer jetzt hier in diesem Fall. Aber ich kann jetzt hier sagen, wenn die Steigung der Tangente größer als 0 ist, und zwar immer größer als 0, dann nimmt die Funktion immer zu. Und letzten Endeffekt, ich kann jetzt hier auch sagen, hinreichend dafür ist, also hinreichend dafür, ich schaue jetzt nochmal dazu. Dafür ist, dass jetzt hier die erste Ableitung größer als 0 ist. Also wenn die erste Ableitung größer als 0 ist, dann nimmt die Funktion von links nach rechts stets zu. Das bedeutet, wenn die erste Ableitung größer als 0 ist, dann ist die Funktion streng monoton steigend in den entsprechenden Bereich. Ja? Okay? Alles klar? Weil sonst, wenn die Steigung der Tangente jetzt hier 0 oder negativ wäre, dann würde ja die Funktion jetzt hier gegebenenfalls nicht zunehmen können. Ja? Ist das verständlich? So, was bedeutet streng monoton fallend auf der anderen Seite? Was könnten Sie jetzt hier dann, was könnte das denn bedeuten? Das könnte dann? Links nach rechts steht es ab. Genau, das heißt, die Funktion wird immer kleiner, je weiter sie nach rechts gehen. Ja? Also ich schaue jetzt nochmal kurz dazu. Funktion nimmt von links nach rechts stets ab. Okay? Das heißt, je weiter sie nach rechts gehen auf der x-Achse, desto kleiner wird die Funktion sein. Okay? Ein konkretes Beispiel für eine streng monoton fallende Funktion haben Sie jetzt hier nicht, aber Sie können vielleicht zum Beispiel jetzt hier sagen, bei einem anderen Bild, ne, wenn Sie das jetzt hier nochmal kurz mal ansehen, dass zum Beispiel die Funktion von hier nach da, ja, stets kleiner wird, also von rechts, links nach rechts aus gesehen, sehen Sie das? Ne? Also je weiter Sie von hier nach da gehen, also in diesem Bereich jetzt hier, zwischen dem das lokale Maximum und das globale Minimum ist, desto kleiner wird die Funktion sein. Das heißt, in diesem Bereich ist die Funktion streng monoton fallend. Jetzt ist die Frage, welche Steigungen haben die Tangenten in diesem Bereich? Was würden Sie jetzt hier sagen? Negativ. Genau, so ist es. Oder beziehungsweise null. Aber eine Sache kann ich hier sagen,
wenn sie kleiner als 0 sind, also wenn die Steigung immer kleiner als 0 ist, dann zeigt die Funktion im Grunde genommen nach unten. Das kann man eigentlich auch sich dann auch klar machen. Also wenn die Tangenten nach unten zeigen, dann zeigt auch die Funktion nach unten. Demzufolge, wenn die erste Ableitung kleiner als 0 ist, weil das ja die Steigung ist, dann ist die Funktion streng monoton fallend. Das heißt, das schreibe ich jetzt einfach mal dazu hinreichend. Dafür ist dann, dass die erste Ableitung eben kleiner als 0 ist. Okay? So. Da gibt es jetzt hier noch den Fall, dass es nur nicht streng monoton steigend ist, zum Beispiel, sondern nur monoton steigend ist und nicht streng monoton fahren, sondern nur monoton fahren. Das werde ich jetzt hier nicht aufschreiben. Aber vielleicht können wir das jetzt auch nochmal kurz erläutern, was das bedeuten würde. Sie müssen sich jetzt nämlich mit der Monotonie von Funktionen nicht sehr genau jetzt hier auseinandersetzen, deswegen überspringen wir das mal. Aber was würde das jetzt hier bedeuten? Also wenn es jetzt hier nur monoton steigen würde, eine Funktion heißt monoton steigend, wenn sie von links nach rechts, jetzt passen Sie auf, nicht abnimmt. Okay? Nicht abnehmen heißt, es bleibt gleich oder es steigt. Okay? Also gleich bleiben geht, ja, so wie eine Treppenfunktion, verstehen Sie? So, wenn es so aussieht wie eine Treppenfunktion, also bei einer Treppenfunktion ist es so, es gibt Stellen, wo die Funktion gleich bleibt, aber es gibt auch Stellen, wo die Funktion dann steigt. Ja? Das darf beides, aber nur nicht abnehmen. Okay? Und wenn eine Funktion nicht abnimmt, dann heißt sie monoton steigend. Okay? Alles klar? Also von links nach rechts im Ausgesehen. Sie kann streng monoton steigend sein, muss aber nicht, wenn sie nämlich gleich bleibt. Ja? Okay? Also das heißt nur nicht abnehmen. Hinreichend dafür wäre, dass die erste Ableitung, was würden Sie da glauben? Größer gleich nun ist. So ist es. Dann diese x hoch 3 Funktion auch nicht eine streng monotone, sondern eine monoton steigend? Nee, die ist auch, ja, wenn sie streng monoton steigend ist, dann ist sie auch monoton steigend. Denn wenn sie nämlich immer zunimmt, dann nimmt sie nicht ab. Aber wenn sie nicht abnimmt, dann muss sie nicht immer zunehmen. Verstehen Sie, ja? Also das eine folgt jetzt zwar aus dem anderen, aber nicht andersrum. Ne? Also wenn sie immer zunimmt, macht ja Sinn, dann nimmt sie natürlich niemals ab. Ich meinte wegen diesem Sattelpunkt. Das ist ja egal, sie nimmt ja nicht ab. Ja, weil sie dann streng und schon steigt. Ja, gucken Sie mal, nimmt sie von links nach rechts immer zu? Ja. Ja, dann ist sie streng monoton steigend, Punkt. Weil das, was sie nämlich weiter rechts liegt, in die Funktion eingesetzt, gibt immer einen größeren Wert, als wenn sie etwas einsetzen, was weiter links, jetzt weiter links liegt. Ne? Okay? Das heißt, je weiter sie nach rechts gehen, desto größer werden die Werte. Und das gilt immer ohne Ausnahmen. Okay? Dass das jetzt hier in dem Fall die letzte Männer für die Steigung der Tangente 0 ist, tut die ziemlich zur Sache. Denn ich habe ja gesagt, in dem Fall, das ist hinreichend, wenn es jetzt größer als 0 ist. Aber es muss nicht so sein. Aber wenn es so ist, dann ist es auf jeden Fall streng monoton steigend. Alles klar? Okay? Also es ist aber hinreichend hier, aber nicht notwendig. Okay, das heißt, wenn das nicht gilt, kann es trotzdem noch streng monoton steigend sein, wie das jetzt hier in diesem Beispiel, wie man erzählt, auch erkennen kann. Ja, okay. So, jetzt gehen wir zu dem Punkt, wo das heißt nur monoton fallend. Wann ist eine Funktion monoton fallend? Eine Funktion ist monoton fallend, wenn sie von links nach rechts nicht zunimmt. Macht das Sinn? Ja? Nicht zunehmen kann bedeuten, entweder sie nimmt ab oder sie bleibt gleich. Okay? Wenn sie streng monoton fallend ist, dann ist sie auch monoton fallend. Denn wenn sie immer abnimmt, dann nimmt sie nicht zu. Ja? Macht Sinn. Aber wenn sie nicht zunimmt, dann heißt es nicht, dass sie immer abnimmt. Das heißt, wenn eine Funktion monoton fallend ist, muss nicht zwangsweise, sie muss dann nicht zwangsweise streng monoton fallend sein. Macht das Sinn für Sie? Okay? Ja? Ja, kann man auch in Worten erklären. Was wäre eine hinreichende Bedingung dafür, dass eine Funktion monoton fallend ist?
Ja, dass dann die Ableitung, die erste, dann? Kleiner gleich null ist, so ist es. Ja, macht er jetzt im Endeffekt jetzt hier für Sie. Das schreibe ich jetzt aber nicht hin. Das steht auch im Kurzskript, weil Sie das jetzt hier für die Klausur nicht brauchen. Ich brauche das jetzt hier aber nur für die Erklärung, die ich jetzt hier dann letzten Endeffekt formal gesehen die Sattelpunkte von den lokalen Extremwerten unterscheiden kann. Deswegen wollte ich jetzt hier das jetzt hier noch mal kurz auch auf die Monotonie-Eigenschaft eingehen. Okay? Ja? So. Jetzt passen wir, um das jetzt hier vielleicht voneinander abzugrenzen, schauen wir uns noch mal kurz an, was jetzt hier mit der Steigung passiert, und zwar in der Umgebung eines Punktes, wo ein Minimum liegt von einer Funktion, und der Umgebung eines Punktes, wo ein Maximum liegt. Gucken Sie mal kurz. Stellen Sie sich mal vor, ich habe jetzt hier eine Funktion, die sieht so aus, und hier liegt offensichtlich ein Minimum, das ist klar. Nicht? Das ist, glaube ich, auch für Sie dann selbstredend, nicht wahr? Also da ist ja die Tangente 0, die Steigung mit Tangente 0, sorry, nicht? Dort ist ein Minimum, kein Sattelpunkt. Jetzt ist die Frage, wie verhält sich, meine Damen und Herren, die Steigung, oder wie verhalten sich die Steigungen in der Umgebung des Punktes? Gucken wir vielleicht nochmal kurz ein Repräsentant jetzt hier dann an. Also hier zum Beispiel, schauen Sie, wenn ich jetzt hier nochmal eine Tangente nachziehe, in diesem Punkt, ist die Steigung wie? Also die fällt, ne? Das heißt, die Steigung ist dann negativ, nicht wahr? Sehen Sie das? Wie ist die Steigung hier auf der anderen Seite? Gucken Sie mal. Also die Tangente hier, die zeigt nach oben, ne? Von links nach rechts gesehen. Sehen Sie das? Ja, das heißt, hier ist die Steigung, gucken Sie mal, positiv. Also vielleicht, schauen wir uns mal die Entwicklung an, gucken Sie mal, hier ist die Steigung negativ, hier ist die Steigung 0, hier ist die positive. Kann ich jetzt hier vielleicht mal Folgendes sagen, je weiter ich nach links gehe, desto größer wird die Steigung. Wie gesagt, fängt man negativ an, negativ, 0, positiv. Ja? Alles klar? Also wenn Sie beispielsweise negativ, also natürlich können Sie sagen, okay, hier ist die Steigung groß, aber sie fällt, ja gut, okay, aber wenn Sie beispielsweise Ihren Konto überziehen, ja, um 2000 Euro, dann haben Sie ja nicht viel auf dem Konto. Ne? Also Sie haben dann weniger, als wenn Sie gar nichts hätten. Ja, das meine ich. Ja? Okay? Ja, also nur weil das jetzt hier negativ ist, heißt es ja nicht, dass es groß ist. Ne? Positive Zahlen sind größer als negativ. Okay, das heißt, je weiter Sie nach rechts gehen, umso größer wird die Steigung. Schreibe ich jetzt hier nochmal hin. Steigung nimmt von links nach rechts zu. Okay. Ich könnte auch sagen, die Steigung ist, könnte ich auch sagen, passen Sie auf, streng monoton steigen. Jetzt passen Sie auf, nicht die Funktion, also die Funktion nicht. Die Funktion nimmt ab, dann ist sie nur, na, und dann nimmt sie wieder zu. Die Funktion nicht, ich rede nicht von der Funktion, sondern ich rede von der Steigung der Tangenten der Funktion. Die Steigungen nehmen zu von links nach rechts. Sehen Sie das? Okay. Was wäre dafür hinreichend? Wenn ich weiß, dass die Steigung streng monoton steigend ist. Also wenn ich weiß, dass die Steigung streng monoton steigend ist, dann kann ich auch sagen, dass die Ableitung streng monoton steigend ist. Können Sie das nachvollziehen? Ja, also kann auch vielleicht hier dann hinschreiben, kann auch sagen, f' ist streng monoton steigend. Und das ist gleichbedeutend damit, wenn ich sage, die Steigungen nehmen von links nach rechts immer zu. Sehen Sie das? Okay? Was wäre jetzt dafür hinreichend, dass die Ableitung streckenmonoton steigend ist? Das hat nämlich jetzt hier gesagt. Ja? Ach,
Aha, sehen Sie? Also das heißt, die Ableitung von der Ableitung, sehen Sie, hier haben wir jetzt eigentlich nur von einer Funktion f gesprochen. Also ich schreibe jetzt hier vielleicht mal kurz dazu. F heißt, ja, das wäre vielleicht eigentlich besser gewesen, streng, monoton, steigen, bla 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 bla. Hinreichend dafür wäre, dass die Ableitung von f größer als 0 ist. Jetzt, wenn die Ableitung streng, monoton, steigen ist, dann ist hinreichend dafür, ja, wäre hinreichend dafür, dass die Ableitung von der Ableitung größer als 0 ist. Nicht wahr? Und das schreibe ich jetzt hier einfach mal so dazu. Hinreichend dafür, wäre jetzt in dem Fall, dass die zweite Ableitung eben größer als 0 ist. Wie gesagt, nochmal kurz, ich betone ausdrücklich, bei Minimum, zweite Ableitung größer 0, nicht kleiner 0, größer 0. Okay, das verwechseln viele, weil die denken dann, es muss dann nicht mehr kleiner werden und so, oder kleiner 0 sein. Falsch. Warum größer 0? Widerspricht er jetzt erstmal die Intuition, ich verstehe schon, aber dann müssen Sie sich jetzt darüber im Klaren sein, was die zweite Ableitung jetzt wieder beschreibt. Die zweite Ableitung beschreibt, wie sich die Steigung verhält. Nicht wahr? Genauso wie die erste Ableitung beschreibt, wie sich eine Funktion verhält. Ja? Wenn die erste Ableitung größer ist, dann ist es die Funktion streng, monoton, steigen. Und wenn die zweite Ableitung größer ist, dann ist es halt eben die Steigung streng, monoton, steigen. Verstehen Sie, was Sie nämlich jetzt schon auch gesagt haben. Ja. Das liegt daran, dass jetzt hier im Bereich eines Minimums die Steigung von links nach rechts eben zunimmt und nicht abnimmt. Alles klar? Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, dass ich jetzt hier die zweite Ableitung größer als 0 ist bei einem Kandidaten, wo die Steigung 0 ist, dann weiß ich, es handelt sich dabei um ein Minimum. Okay? Alles klar, das schreibe ich auch nochmal, nachher nochmal auf, wenn ich das jetzt hier noch zusammenfassen will. Aber wichtig ist, dass Sie das verstehen, was ich jetzt hier dann eigentlich gerade, also die Zauberkunst jetzt hier dann verstehen, die ich jetzt hier gerade vorführe. Okay, so jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt hier im, bei einem Maximum los ist. Ne? Also beim Maximum sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Okay. Also beim Maximum sieht es so aus. Das können wir eigentlich umdrehen, nicht wahr? Und dann malen wir das Bildchen jetzt hier nochmal auch so hin. Ja? Hier ist das Maximum, wo die Steigung der Tangente ist. Dann gucken wir mal, was mit den Tangenten jetzt hier um dieses Maximum herum passiert. Okay, ja. Alles klar, so. Hier an dieser Stelle des Maximums ist die Steigung der Tangente wie? Die Steigung ist dann? Ja? Die Steigung der Tangente ist dann? 0, jawohl. Links davon ist die Steigung? Gucken Sie mal hier, die ist? Ja, also man kann auch sagen positiv. Und rechts davon ist negativ. Jetzt ist die Frage, wenn ich von links nach rechts gehe, was passiert mit den Steigungen? Also hier ist die positiv, dann 0, dann negativ. Nicht? Aha, die Steigung ist streng, monoton, fallend, so ist es. Okay? Genau so ist es. Die Steigung nimmt von links nach rechts ab. Sehen Sie? Die Funktion nicht. Das hat man ja hier eigentlich gesehen. Die Funktion nimmt erstmal zu, dann wieder ab. Ja? Aber die Steigungen, die nehmen kontinuierlich ab. Je weiter sie nach rechts gehen, desto kleiner werden sie. Sehen Sie das? Ja, also ich kann auch sagen, was Sie jetzt nämlich auch direkt gesagt hatten, dass die Steigung streng monoton fallende ist. Oder ich sage, die Ableitung ist streng monoton fallend. Ja. Okay. Wenn die Ableitung streng monoton fallende ist, was wäre hinreichend dafür? Weil das ist nämlich auch das, was ich jetzt hier dann eigentlich auch machen will. Hinreichend wäre was dafür? Zweite Ableitung kleiner. Aha, kleiner 0. Beim Maximum, nicht kleiner 0. Ja? Hinreichend dafür. Hinreichend dafür
ist, dass die zweite Ableitung kleiner als 0 ist. Okay? Richtig. Wie gesagt, wenn die zweite Ableitung kleiner als 0 ist, Maximum, nicht Minimum. Nicht, dass Sie das verwechseln. Warum? Weil im Bereich des Maximums ist die Ableitung streng genommen fallen. Okay? Verstehen Sie das? Und ich fasse das jetzt hier nochmal kurz danach zusammen. Ja? Okay? Ich muss noch kurz die Folie wechseln. Aber vielleicht mal, um das dann abzuschließen, gucken wir uns mal an, was bei den Sattelpunkten los ist. Also den Sattelpunkt habe ich ja hier zum Beispiel. Ne? Was ist jetzt hier? Die Steigung links davon ist positiv und die Steigung rechts davon ist auch positiv. Mit anderen Worten, erst nimmt die Steigung ab und dann nimmt die Steigung zu. Sehen Sie das? Damit hat im Sattelpunkt die Steigung ein Minimum. Wenn die Funktion so ausgesehen hätte, dann wäre dort die Steigung, nämlich jetzt hier, wo die 0 ist, maximal. Ja, das heißt, hier beim Sattelpunkt hat die Steigung einen Extremwert. Ja, macht das Sinn? Okay, das heißt, die Steigung ist dann entweder maximal oder minimal. Wenn Sie das nicht sehen, nochmal kurz. Hier ist die Steigung positiv, hier in diesen Bereichen. Hier ist sie 0, hier ist sie wieder positiv. Ja, positiv, 0, positiv. Also hier ist der kleinste. Ja, die Steigung hat dort einen Extremwert. Ja, genau. Hier ist es nicht so. Denn hier nimmt die Steigung zu. Nicht die Funktion, die Steigung. Von links ist sie negativ, 0, positiv. Negativ, 0, positiv. Nimmt zu. Ja? Beim Minimum. Okay? Beim Maximum positiv, 0, negativ. Positiv, 0, negativ. Nimmt ab. Okay? Beim Maximum. Nicht die Funktion, die Steigung. Okay? Das ist ja quasi das, was dort los ist. Und das fassen wir jetzt hier mal kurz zusammen. Ja? Okay, schreibe ich jetzt hier mal kurz auf, aber ich brauche Folien. Muss ich mal klauen. Ist das bisher klar, was gesagt worden ist? Okay. Dann fasse ich das jetzt hier nochmal kurz zusammen. Also, wie gesagt, hinreichend Bedingungen für ein Extremwert. Ich fasse jetzt immer beide Fälle nochmal kurz zusammen. Ich unterscheide jetzt hier irgendwann zwischen Max und Minima. Und dann reicht es ja schon. Okay, also jetzt hier vielleicht nochmal kurz als Satz. Ne? Und zwar, das wäre hinreichend. Also schauen wir sie jetzt gleich mal kurz auf. Wenn die erste Ableitung 0 ist, an einer bestimmten Stelle und die zweite Ableitung nochmal größer als 0 ist, okay, also beides, ich schreibe das jetzt hier nochmal kurz dazu, und, ja, sorry, das habe ich jetzt hier versäumt, dann folgt daraus was, dass an der Stelle x befindet sich ein, ja, was für ein? Genau, ja, also an der Stelle x befindet sich ein Minimum von was? Von der Funktion, ne? Okay, von f wohlgemerkt.
Okay? Das heißt, wir sehen ja gerade hier, wenn aus einer Aussage A die Aussage B folgt, dann ist die Aussage A hinreichend für die Aussage B. Das sehen Sie auch. Okay? Alles klar, das heißt, ich habe jetzt hiermit eine hinreichende Bedingung für ein Minimum, lokales Minimum. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das ist jetzt erstmal weg. Ja? Okay, also ins Grunde eine Vereinfachung. Okay? Hinreichende Bedingung dafür. Alles klar? Das war ja auch das Ziel, das hatten wir uns jetzt gerade überlegt. Und Sie haben jetzt mir selbst erzählt, warum das so sein muss. Okay? Machen wir vielleicht nochmal kurz den zweiten Fall. Und zwar, wenn die Steigung 0 ist und die zweite Ableitung an der Stelle kleiner als 0 ist, was habe ich dann? Genau, das heißt an der Stelle x befindet sich ein Maximum von dieser Funktion f. Ja? Okay. Das heißt, ich habe damit eine hinreichende Bedingung für ein Maximum geschaffen, lokales, wohlgemerkt. Ja? Okay. Aber aus Gründen der Vereinfachung mische ich das jetzt hier nicht mehr rein. Alles klar? Ja, machen wir vielleicht dazu ein kleines Beispielchen, ja? Damit das jetzt hier dann für Sie besser sitzt. Also stellen Sie sich mal vor, ich habe jetzt hier die folgende Funktion. Beispielsweise f von x ist gleich x² minus 6x plus 5. Okay. Und ich suche jetzt hier mal die Extremwerte davon. Wir hatten ja gesagt, dafür brauchen wir die ersten beiden Ableitungen. Da will ich jetzt hier nicht darauf verzichten. Das heißt, ich berechne jetzt mal die ersten beiden Ableitungen. Das heißt, ich brauche jetzt mal die erste. Was ist jetzt hier die Ableitung hier vorne? Ich glaube, das kriegen Sie hin. Das ist? 2x minus 6. 2x minus 6. Und was ist jetzt hier die zweite Ableitung? 1. Okay, gut. Ja. So, jetzt suche ich jetzt hier mal nach den Extremwerten. Notwendig dafür, das hatte ich ja gesagt, es ist notwendig dafür, dass die Steigung der Tangente 0 ist. Ne? Okay? Alles klar, das heißt, die Steigung der Tangente ist 0. Das bedeutet jetzt hier in dem Fall, dass 2x minus 6 gleich 0 sein müssen. Okay? Alles klar? So. Jetzt bringe ich die 6 auf die andere Seite und dann teile ich durch 2, dann heißt es jetzt hier, dass x gleich 3 ist. Okay, so. Jetzt an dieser Stelle könnte aber auch ein Sattelpunkt dann vorliegen von der Funktion. Wie kann ich das jetzt hier dann nochmal entscheiden, ob das ein Sattelpunkt ist oder nicht? Indem ich jetzt hier dann überprüfe, ob auch die hinreichende Bedingung gilt. Hinreichende Bedingung schaffe ich jetzt hier nochmal kurz für Maximum oder Minimum. Das wird jetzt ein Minimum sein, das verrate ich jetzt hier schon mal, ist, dass die erste Ableitung 0 ist und die zweite halt eben größer wird. Das wäre eine hinreichende Bedingung für Minimum. Jetzt muss ich mal gucken, ob das jetzt hier dann für diesen Punkt ja gilt. Ja? Also für diesen Punkt gilt ja, dass die Steigung 0 ist. Jetzt muss ich jetzt nur noch gucken, ob jetzt hier die hinreichende Bedingung dann ebenfalls erfüllt ist. Okay. Hinreichende Bedingung lautet jetzt hier, dass an dieser Stelle die zweite Ableitung eben jetzt hier ungleich 0 wäre. Ja? Also. Ich weiß jetzt nicht von vornherein, ob das jetzt hier größer oder kleiner ist. Okay? Ja. Okay. So. Was ist denn die zweite Ableitung? An der Stelle. Also an der Stelle 3. Ist die zweite Ableitung. Welchen Wert hat sie denn? 2. Das sieht man ja hier schon. Und 2 ist eben größer als 0. Das heißt, was habe ich dann vorliegen? Genau. Schreibe ich jetzt einfach mal hin dazu, also an der Stelle x gleich 3 befindet sich ein was? Ein, was hatten Sie gesagt? Ein Minimum von f von x. Okay, alles klar.
Okay. Manchmal muss man die Stelle ausrechnen, wo das Minimum ist, zum Beispiel wenn es jetzt hier die minimalen Kosten sein sollen oder so. Aber manchmal muss man dann auch das Minimum selbst ausrechnen. Wie gesagt, beachten Sie bitte, die 3 ist nicht das Minimum der Funktion. Okay? Ja? Sondern, wie kann ich das dann als Minimum ausrechnen? Was ist denn das Minimum der Funktion? Wie bekomme ich den? Wenn ich die 3 in die Funktion einsetze, so ist es. Also das schreibe ich jetzt mal kurz dazu. Das Minimum ist, und dann rechnen wir es mal aus, das Minimum ist, und dann schreibe ich das jetzt hier einfach mal dazu, f von 3 nämlich, und das ist jetzt hier dann, wenn Sie das nochmal kurz auf die Funktion schauen, 3 zum Quadrat minus 6 mal 3 plus 5. Das kommt dann raus, ja. 9 minus 18 plus 5 sind minus 4, ja. Okay. Also das Minimum ist minus 4 und das Argument, was man jetzt hier dafür braucht, ist dann, na, ist jetzt hier quasi dann jetzt in dem Fall dann die 3, ja. Also die 3 ist ja das, was ich da einsetze. Okay, ja, das kann man jetzt hier vielleicht auch nochmal kurz sagen, ich will jetzt in dieser Notation Ihnen nochmal kurz zeigen, die Sie jetzt hier zwar Mathematik nicht finden, aber vielleicht nochmal kurz, um das zu verdeutlichen, also das Minimum von dieser Funktion, schreibe ich jetzt hier einfach mal hin, ist minus 4, das hatten wir ja ausgerechnet, und was man dafür braucht, um jetzt hier das Minimum zu bekommen, also was Sie dann einsetzen müssen, nennt man das Argmin. Also man sagt dazu Argmin. Also das heißt, das Argmin, das bedeutet also, was müssen Sie einsetzen in die Funktion, damit das Minimum herauskommt. Okay? Finden Sie vielleicht auch in einigen Veranstaltungen, eventuell vielleicht in Mikro oder Makro oder so, oder vielleicht auch in Finanzen. Das ist dann jetzt hier in dem Fall die 3. Ja, das heißt, ich muss die 3 in die Funktion einsetzen, damit ich das Minimum bekomme. Also Arg steht für Argument. Ja, okay? Also ein Argument ist das, was ich in die Funktion einsetze. Ich denke nicht, dass Sie das in der Klausur sehen, aber ich glaube schon, dass Sie das vielleicht in anderen Veranstaltungen sehen. Okay? Ist der Unterschied klar? Also das Minimum ist nochmal der kleinste Wert, den die Funktion dann in dem Bereich dann annehmen kann. Das haben wir jetzt hier rausbekommen, dass es minus 4 ist, nicht wahr? Okay. Und die Frage ist aber, was muss ich dafür einsetzen, damit der minus 4 rauskommt? Das ist dann die 3. Also das Argument, was zum Minimum führt, ist die 3. So können Sie sich das merken. Und Argument ist das alles, was Sie in die Funktion einsetzen. Ja? Also Sie müssen dann quasi 3 einsetzen, um das Minimum minus 4 zu erhalten. Ja, das hatten wir hier quasi dann auch gesehen. Alles klar? Also nur für den Fall, dass Sie diese Schreibweisen Argmin auch wiedersehen und dass Sie dann auch davon, also damit was anfangen können. Also da ist nicht das nach dem Minimum gefragt, sondern da ist nach dem Argument gefragt, was zum Minimum führt. Okay? Ja? Nee? Okay. Das sollte dann eigentlich klar sein. Ich lasse es bei diesem Beispiel, auch wenn es jetzt ein einfaches Beispiel ist. Viel schwieriger werden jetzt hier die Beispiele in der Klausur nicht, also meistens haben Sie dann irgendwie sowas wie Erlösfunktion oder so oder Kostenfunktion und so Zeug und dann müssen Sie dann manchmal die minimalen Kosten bestimmen oder manchmal das Output bestimmen, was zu den minimalen Kosten führt. Das ist halt so die Anwendung dafür. Ja. Das sehen Sie dann aber bei dieser Sonntagssitzung, wenn wir das dann üben. Okay? Gut, jetzt kommen wir vielleicht nochmal kurz zum anderen Thema und zwar, was machen Sie dann, wenn Sie jetzt eine sogenannte Nebenbedingung haben. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Funktion mit mehreren Veränderlichen. Ich sage jetzt hier vielleicht nochmal kurz, eine Funktion mit mehreren Veränderlichen müssen Sie ohne Nebenbedingungen nicht optimieren können. Ja, das gibt es ja nämlich auch, so dreidimensionale Funktionen und so weiter. Das müssen Sie jetzt hier nicht machen. Das kann man auch machen. Aber um da eine hinreichende Bedingung jetzt hier aufstellen zu können, brauchen Sie sogenannte Determinanten für. Ich möchte Ihnen jetzt hier mal in der verbleibenden Zeit jetzt hier nochmal die sogenannte Methode, also den Lagrange-Multiplikator jetzt hier
vorstellen, und ich mache das jetzt hier mit Hilfe eines Beispiels am besten, wenn man das jetzt wieder macht. Also stellen Sie sich jetzt hier mal vor, wir haben jetzt hier eine Funktion, und zwar f, und die hängt jetzt hier von zwei Variablen ab, nämlich x und y. Und die sind jetzt hier wie folgt raus. Gucken Sie mal, das ist jetzt hier x plus y. Und die soll jetzt hier optimiert werden unter der Nebenbedingung. Unter der Nebenbedingung. Dann schreibe ich jetzt hier einfach mal hin. X plus y ist jetzt hier eine x Quadrat, sorry, plus y Quadrat ist jetzt hier gleich 2. Okay, so. Und dieser Lagrange-Multiplikator oder die Methode des Lagrange-Multiplikators, die sagt Ihnen, wie man eine so eine Funktion unter Nebenbedingungen optimiert. Solche Sachen haben Sie zum Beispiel in Mikro- und Makroökonomie in Hülle und Fülle. Ja. Das ist zum Beispiel eine Produktionsfunktion unter der also Restriktionsbeschränkung, jetzt sie dann optimieren müssen. Ja. Okay. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert das denn? Ich mache das jetzt mit Hilfe eines Beispiels. Zunächst mal machen wir uns mal grafisch klar, was das bedeutet. Schauen Sie. Diese zeige ich jetzt mal die Nebenbedingungen. Also die Nebenbedingung sagt mir im Prinzip, welche Punkte kommen in Frage. Okay, x² bis y² gleich 2, das ist die sogenannte Kreisgleichung. Das müssen Sie nicht wissen, das reicht, wenn ich Ihnen das sage. Und zwar, das ist jetzt hier ein Kreis mit dem Mittelpunkt des Ursprungs, wo der Radius die Länge Wurzel aus 2 hat. Wie gesagt, das müssen Sie nicht wissen. Ja. Es reicht, wenn Sie mir das jetzt mal einfach an dieser Stelle glauben. Also wenn Sie das jetzt hier dann, das ist jetzt hier die Nebenbedingung. Ja, das schreibe ich jetzt hier eigentlich auch dazu. In Rot, x² plus y² ist jetzt hier gleich 2. Und das ist jetzt hier die Menge aller Punkte, die für diese Funktion x plus y in Frage kommen. Okay, das heißt, im Prinzip lautet jetzt hier die Frage, wo ist die Summe von der x-Koordinate und der y-Koordinate aus diesen Punkten, die sich jetzt hier auf diesem Kreis befinden, am größten oder am kleinsten? Das ist jetzt hier die Aufgabe. Okay, ich hoffe, dass Sie das verstehen. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel diesen Punkt dann jetzt hier dann hat, den hier, dann kann man jetzt hier davon die x-Koordinate nehmen und dann die y-Koordinate nehmen und dann kann man das addieren. Und dann ist die Frage, wo ist das, was dann herauskommt, am größten? Oder beziehungsweise, wo ist das, was dann herauskommt, am kleinsten? Das kann man sich dann auch klar machen. Und zwar, schauen Sie, wenn man Ihnen zum Beispiel gedanklich jetzt hier dann Folgendes hat, zum Beispiel x plus y, nehmen wir mal an, ist gleich 0. Wo befindet sich dann, oder die Menge aller Punkte, wo x plus y gleich 0 ist? Also wenn x plus y gleich 0 ist, dann kann ich sagen, dass y gleich minus x ist. Einverstanden? Und y gleich minus x können Sie ja einzeichnen. Das ist eine Gerade, wo der Achsenabschnitt 0 ist. Das hatten wir beim letzten Mal. Achsenabschnitt 0. Und die Steigung ist dann minus 1. Das sieht dann so aus. Ich zeichne das jetzt hier mal gestrichelt dann ein. Das ist jetzt hier diese Gerade hier. Und ich schreibe das jetzt hier auch dazu. Das heißt, hier gilt, y ist jetzt hier gleich minus x. Oder Sie können auch sagen, dass x plus y gleich 0 ist. Das ist vielleicht besser, wenn ich x plus y gleich 0 hinschreibe. Ja. Weil dann verstehen Sie eigentlich auch, was das jetzt eigentlich auch bedeuten würde. Ja. X plus y ist jetzt hier gleich 0. Okay, einverstanden? Ja. So, wenn ich jetzt hier die Gerade jetzt hier nach oben schiebe, dann kommt jetzt hier ein größerer Wert heraus. Ich werde Ihnen jetzt hier mal verraten, was das Ergebnis sein wird. Das ist nämlich hier, bei diesem Punkt ist es ja so, und dann kann man das jetzt hier nämlich auch sehen. Das wird jetzt hier dann die Lösung des Optimierungsproblems sein. Hier wird es nämlich sein, dass x plus y gleich 2 sein wird. Und das liegt daran, dass jetzt hier die x-Koordinate von diesem Punkt jetzt hier den Wert 1 hat und die y-Koordinate ebenfalls den Wert 1 annimmt. Okay?
Sehen Sie das? Warum weiß ich das? Ich weiß das deshalb, ich versuche das jetzt hier vielleicht mal kurz, dann auch nochmal kurz, also jetzt in diesem Fall auch klar zu machen. Weil die Diagonale von einem rechtwinkligen Dreieck, was jetzt hier bei den beiden Katheten die Länge 1 hat, nach dem Satz des Pythagoras die Länge Wurzel aus 2 haben muss. Und das ist ja genau der Kreis, wo sich jetzt hier im Prinzip jetzt hier die Punkte dann x² plus y² gleich 2, und die das jetzt hier nämlich erfüllen. Okay, das heißt, das wird jetzt hier die Lösung des Optimierungsproblems sein, dass x gleich 1 und y gleich 1 sein müssen, damit die Summe aus den beiden 2, also jetzt in dem Fall das Maximum 2 annimmt. Okay? Ja, also das wird jetzt hier dann quasi die Lösung des Problems dann sein. Das heißt, hier wird sich das Maximum jetzt hier von der Funktion unter der Nebenbedingung befinden. Ja, das schreibe ich jetzt hier einfach mal dazu. Also hier ist das Maximum in diesem Fall. Und hier schauen Sie mal kurz auf der anderen Seite. Wenn Sie nämlich jetzt hier sich das mal angucken, hier in diesem Punkt. Ja, hier gilt ja, dass x plus y gleich minus 2 sind. Und hier wird die Summe am kleinsten sein. Ja, also das wird jetzt hier die Lösung des Optimierungsproblems sein, nur dass Sie sich darüber im Klaren sind. Alles klar? Okay. Also die Lösung des Optimierungsproblems bedeutet jetzt hier, dass jetzt in dem Fall bei x gleich 1 und y gleich 1 ein Maximum von der Funktion herauskommt. Das Maximum hat den Wert 2. Und bei x gleich minus 1 und y gleich minus 1 ein Minimum der Funktion herauskommt, und das Minimum hat den Wert minus 2. Das wird die Lösung des Optimierungsproblems sein. Also nur, dass wir uns in vornherein jetzt hier darauf verständigen. Sie müssen das nicht quasi grafisch dann lösen, aber ich möchte zumindest mal intuitiv Ihnen verdeutlichen, warum das, was wir jetzt hier dann tun, richtig ist. Okay? So. Jetzt ist die Frage, wie läuft es jetzt hier praktisch ab? Es läuft wie folgt ab, und zwar, Sie stellen jetzt hier die sogenannte Lagrange-Funktion dann auf. Ich sage Ihnen mal, wie das geht. Okay, das ist der erste Schritt. Okay. Die nennen wir jetzt hier Groß Ludwig. Die Lagrange-Funktion machen Sie wie folgt, und zwar, Sie schreiben erstmal die Zielfunktion hin. Das ist jetzt hier die Zielfunktion. Das hatte ich jetzt hier vielleicht vergessen zu sagen. Das kann ich ja vielleicht nochmal in Klammern nochmal hinschreiben. Zielfunktion. Was ist die Zielfunktion? Die Zielfunktion ist jene Funktion, die optimiert werden soll. Also wo ich jetzt hier die Maxima und die Minima suche. Schreibe ich jetzt hier einfach mal hin. Okay. X plus Y. So. Jetzt kann ich das wie folgt machen, und zwar schauen Sie. Ich schreibe jetzt die Nebenbedingung jetzt hier nochmal rein, und zwar so, dass die Nebenbedingung nach 0 aufgelöst wird. Sie können sich jetzt entscheiden. Entweder schreiben Sie x² plus y² minus 2, das ist die eine Variante, das ist ja gleich 0, oder Sie schreiben 2 minus x² minus y², das ist die andere Variante. Ich entscheide mich jetzt hier für die erste Variante, das könnten Sie eigentlich auch anders machen. Lassen Sie hier ein bisschen Platz und schreiben Sie das ab, in Klammern, was ich jetzt nämlich gesagt hatte. Und zwar, dass Sie die Nebenbedingung nach 0 auflösen und das, was Sie dann quasi dann auf der anderen Seite der gleichen Namen hinschreiben. Das ist jetzt bei mir x² plus y² minus 2. Vielleicht ist bei Ihnen das was anderes. Ist auch egal. Okay, so. Jetzt sind wir fast fertig und jetzt füge ich jetzt hier den sogenannten Lagrange-Multiplikator ein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie schreiben jetzt hier Minus oder Plus, das ist jetzt egal. Sie können auch beides machen, und ich sage Ihnen auch gleich nochmal, warum Sie beides machen können, aber ich entscheide mich jetzt hier für Minus. Und diesen Lagrange-Multiplikator, den nenne ich jetzt hier mal Lambda. Das können Sie dazu schreiben, das ist der sogenannte Lagrange-Multiplikator. Okay. Das ist lediglich eine Hilfsgröße, die Sie im Nachhinein ja nicht brauchen, letzten Endes, weil wir jetzt hier uns mit der Lagrange-Funktion beschäftigen werden. Die Lagrange-Funktion wird jetzt hier für uns eine Hilfsfunktion sein, der wir jetzt hier das Minimum oder beziehungsweise das Maximum jetzt hier von der Zielfunktion erfinden werden unter der Nebenbedingung. Okay, Sie können hier, und in einigen
Bücher ist jetzt hier plus Lambda, also steht ja hier plus Lambda. Das ist egal, ob Sie Minus oder Plus Lambda hinschreiben. Warum? Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie müssten die Nebenbedingung nur nach 0 auflösen. Wenn Sie das tun, können Sie ja entweder hinschreiben x² plus y² minus 2 oder das andere, was ich gesagt hatte, nämlich 2 minus x² minus y². Wenn Sie 2 minus x² minus y² hinschreiben, dann hat das, was Sie hinschreiben, ein anderes Vorzeichen. Okay? Aber wenn ich jetzt hier 2 minus x² minus y² hätte hinschreiben können und das auch richtig gewesen wäre, was es auch ist, dann hätte dann hier dann auch plus Lambda stehen können, nach der gleichen Logik. Weil das macht dann keinen Unterschied mehr. Ja, also wenn Sie jetzt hier das mit minus 1 multiplizieren und das dann auch mit minus 1 multiplizieren, steht hier plus Lambda und dann steht hier 2 minus x² minus y², was ja eigentlich das gleiche wäre. Aber wenn beides gilt, dann können Sie jetzt hier dann auch beim Lagrange-Multiplikator beides verwenden. So. Was hat das jetzt hier mit diesem Lagrange-Multiplikator auf sich? Nicht viel, wenn Sie das jetzt hier rein praktisch sehen. Was Sie nämlich jetzt hier machen müssen, ist, Sie müssen die partiellen Ableitungen dieser Lagrange-Funktion bilden. Dafür schreibe ich jetzt hier Folgendes, und zwar die partielle Ableitung einmal nach x, die partielle Ableitung nach y und die partielle Ableitung nach Lambda. Okay, wissen Sie noch, was das war? Das waren jetzt hier Ableitungen, wo ich nur nach jeweils eine Variable abgeleitet hatte und alle anderen Variablen dieser als Konstanten gesehen hatte. So ist es. Okay, wenn wir jetzt hier nach x ableiten, schauen Sie mal kurz. Was ist die Ableitung von x nach x? Das ist 1. Was ist die Ableitung von y nach x? 0. Ja, das schreibe ich auch nochmal hin. Und was ist die Ableitung von minus Lambda mal x² plus y² minus 2 nach x? Das passen Sie auch. Sie können das ja im Gedanken hier ausmultiplizieren. Ja? Sie haben jetzt hier minus Lambda mal eine Funktion, also minus Lambda ist eine Konstante mal eine Funktion, ergibt die Ableitung, also wenn Sie das ableiten, ergibt minus Lambda mal die Ableitung der Funktion. Das heißt, Sie müssen jetzt hier nur dieses Ding nach x ableiten und das dann das Ergebnis mit minus Lambda multiplizieren. Ist es klar? Ja, okay, also minus Lambda mal die Ableitung hiervon. Und zwar nach x. Was ist jetzt die Ableitung hiervon nach x? 2x. 2x, genau. Ja. Die Ableitung hiervon nach x ist 0 und die Ableitung hiervon nach x. Ja, kann ich das, soll ich das mal hinschreiben? Also 2x plus 0 plus 0. Ja, okay, das, dann sehen Sie eigentlich auch, was das jetzt hier dann ist. Gut, jetzt haben Sie das jetzt hier nach x abgeleitet. Jetzt leiten wir das nach y ab. Okay. Was ist die Ableitung von x nach y? 0, das ist eine Konstante, genau. Was ist die Ableitung von y nach y? Das ist 1. Und was ist die Ableitung jetzt hier von minus Lambda mal x² plus y² minus 2 nach y? Das ist halt entsprechend minus Lambda mal 0 plus 2y plus 0. Okay, ich mache das jetzt hier ausführlich, damit man das jetzt hier nochmal wissen will. Okay. Und wenn wir jetzt hier nach Lambda ableiten, gucken Sie mal, dann fällt das jetzt hier weg, weil das ist ja 0, ne? Das sieht man ja auch. Das heißt, wenn wir dann nach Lambda ableiten, dann gibt es in dem Fall, weil das jetzt ja minus 1 war, minus das jetzt hier, also minus x² plus y² minus 2. Ich setze das jetzt hier mal in Klammern. Ja. Okay, wie gesagt, warum? Weil das eine Konstante ist jetzt. Das ist jetzt hier die Konstante und nach Lambda wird ab. Also Lambda ist die Variable. Ja? Wenn ich nach Lambda mal eine Konstante nach Lambda ableite, dann bleibt die Konstante übrig. Ganz einfach. Und das ist das, was jetzt hier entsteht. So. Das sind jetzt hier also die partiellen Ableitungen der Lagrange-Funktion. Und die setzen Sie jetzt hier im nächsten Schritt bitte gleich 0. Okay. So. Und nachdem Sie das jetzt hier gemacht haben, entsteht ein Gleichungssystem, was dummerweise kein lineares Gleichungssystem ist. Ich schreibe das jetzt hier vielleicht mal kurz dann um da ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen. Gucken Sie mal, das können Sie jetzt hier nämlich auch gleich sehen. Also wenn Sie das jetzt hier dann auflösen, steht jetzt hier dann 1 ist dann gleich 2 mal Lambda mal x. Bei der zweiten Gleichung steht dann 1 ist dann gleich 2 mal Lambda mal y. Und in der dritten Gleichung, da taucht, wenn Sie das jetzt hier nochmal minus 1 jetzt hier nochmal multiplizieren, x² plus y² gleich 2 nochmal auf. Das ist ja hier die Nebenbedingung selbst.
Okay. So. Jetzt heißt es für Sie, Sie müssen das System lösen. Es gibt drei gleichere und drei unbekannte. Und die Schwierigkeit besteht jetzt hier darin, dass man dann keine, ich sag jetzt mal, keine reguläre Vorgehensweise dafür parat hat. Also bei linearen gleichen Systemen, da hatte ich ja immer gesagt, wie man das macht mit den Tableaus und so. Und das Ding nennt sich ja gaussisches Eliminationsverfahren. Gucken Sie sich das nochmal das Video dazu an. Das ist jetzt auch ein gleiches System, aber halt kein lineares gleiches System. Warum? Weil hier zum Beispiel ein Quadrat steht. Dann ist es jetzt hier schon mal futsch. So. Wenn man jetzt hier aber sowas hat, wie ein allgemeines gleiches System, dann muss man ein bisschen kreativ sein, um das lösen zu können. Ja? Jetzt ist die Frage, welche Karten können Sie jetzt hier ausspielen? Es gibt zwei Karten, die Sie ausspielen können. Die erste Karte ist, Sie können schauen, ob es sich lohnt, nach einer Variable aufzulösen. Das lohnt sich dann, wenn in der entsprechenden Gleichung auf der anderen Seite nur noch eine einzige Variable auftaucht. Das können wir jetzt zum Beispiel hier machen, wenn Sie jetzt hier diese Gleichung nach x auflösen und diese Gleichung nach y auflösen, haben Sie nur noch in beiden Lambda drin. Dann können Sie das der x und das y jetzt hier dann einsetzen und dann haben Sie jetzt eine Gleichung, wo nur Lambda vorkommt. Da kann man das Lambda ausrechnen und dann kann man dann wiederum aus Lambda dann x und y ausrechnen. Das machen wir jetzt. Das ist eine Vorgehensweise, nach der Sie vielleicht eine Ausschau halten sollen. Und die andere Vorgehensweise, die Sie jetzt hier nicht haben, ist, gucken Sie mal an, ob es sich lohnt, eine Restriktion einzufügen. Zum Beispiel, wenn jetzt hier mal angenommen, jetzt hier irgendwie zweimal Lambda mal x jetzt hier gleich 0 gestanden hätte. Also wenn jetzt hier zweimal y mal Lambda gleich 0 gestanden hätte, hätten Sie zum Beispiel dann sagen können, okay, entweder ist Lambda gleich 0 oder x ist gleich 0. Na? Und dann haben Sie automatisch den Fall zum Beispiel, dass Lambda gleich 0 ist. Was passiert, wenn Lambda gleich 0 ist? Und dann machen Sie halt damit weiter. Vielleicht machen wir dann beim nächsten Mal auch ein Beispiel, aber das werde ich dann nicht mehr aufzeigen. Okay? Ja, also sowas haben Sie halt dann und dann müssen Sie halt ein bisschen kreativ sein. Ja? Ich werde das jetzt hier vielleicht nochmal bei den Zusatzaufgaben nochmal anhängen. Okay? Hm. Aber meistens in den Klausuren, hoffentlich reicht es dann aus, wenn man jetzt hier dann irgendwie die Ableitung der Lagrange-Funktion dann bestimmt. Okay, aber wir lösen das mal, das Problem, und zwar so, wie ich das gesagt hatte. Also die erste Gleichung wird jetzt hier nach x aufgelöst. Wenn ich jetzt hier die erste Gleichung nach x auflöse, entsteht 1 geteilt durch 2 mal Lambda. Sehen Sie das? Okay, ja, also, ja. Wenn ich die zweite Gleichung jetzt hier nach x, nach y auflöse, entsteht das Gleiche. Okay, und dann setze ich das jetzt hier, beide setze ich jetzt hier in die dritte Gleichung ein. Also x zum Quadrat plus y zum Quadrat. Also wenn x gleich 1 geteilt durch 2 mal Lambda ist, dann ist x zum Quadrat 1 geteilt durch 2 mal Lambda zum Quadrat, wohlgemerkt. Okay? Und bei y jetzt hier dann genau das Gleiche. Alles klar? Dann habe ich jetzt nur noch eine einzige Größe, also eine Gleichung, nur noch eine einzige Größe jetzt hier dann vor. Und schauen Sie mal kurz, eine Pizza plus eine zweite Pizza sind zwei Pizzen, nicht? Das heißt, ich habe dann zweimal das Ganze. Nicht wahr? Also ich habe dann zweimal das Zeug. Okay? Dann kann ich jetzt hier zum Beispiel auch nochmal durch 2 teilen, dann bin ich jetzt hier die 2 los. Ja? Das heißt, ich habe dann 1 geteilt durch 2 mal Lambda zum Quadrat ist jetzt hier gleich 1. Ist mir vielleicht ganz angenehm. Okay? Jetzt quadriere ich das Ganze, also zähle mal Zähler, nenne mal Nenner, 1 mal 1 ist ja 1 und 2 mal Lambda mal 2 mal Lambda sind jetzt 4 Lambda Quadrat. Das ist jetzt hier gleich 1, sehen Sie das? Okay, dann multipliziere ich jetzt hier mit 4 mal Lambda Quadrat, das kann ich machen, wenn Lambda gleich 0, ungleich 0 ist, weil das jetzt hier sowieso im Nenner steht, das geht ja gar nicht anders. Das heißt, 1 ist hier dann gleich 4 mal Lambda Quadrat. Okay, das sieht man ja hier. Oder man nimmt jetzt hier nur die 4 raus oder man multipliziert jetzt hier dann vielleicht die 4 dann nicht mit raus. Dann hat man das jetzt hier dann so. Das ist vielleicht die nächste Zeile. Ja? Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Also Lambda Quadrat ist ein Viertel. Wenn Lambda Quadrat ein Viertel ist, was habe ich dann? Für zwei Möglichkeiten ist Lambda gleich was? Eine halbe. Oder Lambda ist dann gleich minus eine halbe. So ist es.
Okay? Ich muss beide Fälle abklappern. Okay? Wenn Lambda gleich ein halb ist, und dann bleiben wir jetzt hier mal dabei, was ist dann x und was ist dann y? Ich schreibe das jetzt hier in so ein Kästchen rein, damit ich das jetzt hier nicht verwechsel. Das können wir jetzt mal ausrechnen. Und zwar, wenn wir jetzt hier uns nochmal an diese Gleichung jetzt hier nochmal zurückerinnern. X ist gleich 1 geteilt durch 2 mal Lambda. Sehen Sie? Das war jetzt hier die Ausgangssituation. Wenn Lambda gleich 1/2 ist, dann steht jetzt hier 1 geteilt durch 2 mal 1/2. Was ist 2 mal 1/2? 1, also 1 geteilt durch 1 gibt. Also das heißt, x ist dann gleich 1. Nicht wahr? Okay? Und, x ist gleich 1. Okay? Und was ist dann y? Mhm. Denn hier steht ja y ist gleich 1 geteilt durch 2 mal Lambda, also ist eigentlich dasselbe. Ja? Okay? Und wenn Lambda dann halt ein anderes Vorzeichen hat, was habe ich dann? Dann habe ich halt minus 1 und minus 1, also für beide. Ne? Okay, jetzt ist die Frage, wie kann ich jetzt hier entscheiden, ob das zum Beispiel ein Maximum ist oder Minimum ist oder so. Das kann man jetzt hier nicht so ohne weiteres tun. Also man kann, es gibt ja auch hinreichende Bedingungen dafür, wo man das allgemein machen kann. Aber ich sage mal Folgendes, machen Sie wie folgt. Setzen Sie beide Punkte in die Funktion ein. Also was habe ich jetzt hier für einen Punkt raus bei der Funktion? Was ist die Funktion dort? Guck mal vielleicht mal kurz. Ja, was war die Funktion gewesen? Die Zielfunktion war gewesen, gucken Sie mal, x plus y, also wenn x gleich 1 ist und y gleich 1 ist, was ist dann die Zielfunktion? 2. Na? Okay, Augenblick, sorry. Also die Funktion ist dann 2 und hier minus 2. Also Sie können jetzt hier einfach sagen, ja gut, das ist das Maximum, ja, also Maximum von der Funktion, ja, okay, also das Maximum ist jetzt hier dann 2, ja, und das Minimum ist dann von der Funktion, ja, hier vor, das ist jetzt hier in dem Fall dann das Minimum, also das Minimum ist dann minus 2, mit den Argumenten x gleich minus 1 und y gleich minus 1, alles klar? Ich habe das jetzt hier ein bisschen schlampig hingeschrieben, aber ich hoffe, dass Sie verstehen, was ich damit meine. Also wenn nach dem Maximum gefragt ist, dann schreiben Sie das als Lösung 2 hin. Wenn nach dem Minimum gefragt ist, schreiben Sie als Lösung minus 2 hin. Und wenn nach den Argumenten gefragt ist, dann schreiben Sie die hin. Ja, also x gleich 1, y gleich 1, beziehungsweise x gleich minus 1 und y gleich minus 1. Für Lambda interessieren wir uns jetzt in diesem Fall nicht. Okay? Das ist uns erstmal egal an dieser Stelle. Okay? Und das ist jetzt hier die Vorgehensweise, wie man jetzt hier dann so eine Optimierung dann durchführt. Ich möchte das jetzt hier vielleicht mal kurz illustrieren. Ja? Also nochmal die Schritte, damit man das jetzt hier nicht vergisst. Okay? Sie haben jetzt hier ein Optimierungsproblem mit einer Nebenbedingung. Okay? So sieht das jetzt hier dann aus. Okay. Das Erste, was Sie tun, ist, Sie stellen die Lagrange-Funktion auf. Ne? Das war ja das hier. Wie stellen Sie die Lagrange-Funktion auf? Sie schreiben erstmal die Zielfunktion hin, dann lösen Sie den Nebenbedingungen nach 0 auf, das Ergebnis schreiben Sie dann hier rein und setzen dann jetzt hier den Lagrange-Multiplikator davor. Einverstanden? Das kann man sich hier merken. Das ist ja eine Hilfsfunktion. Die zweite Vorgehensweise, die Sie jetzt hier dann machen, ist, Sie berechnen die partiellen Ableitungen der Lagrange-Funktion, und zwar nach allen Variablen, inklusive nach dem Lagrange-Multiplikator. Okay? Sie haben dann genauso viele Gleichungen wie Variablen drin im System, was dann entstehen wird. Und der dritte und der schwierigste Schritt dabei ist, Sie versuchen, das System zu lösen. Okay? Das ist meistens recht schwierig. Das heißt, wenn Sie es verkacken, dann ist es nicht immer Ihre Schuld, dass Sie das nicht hinkriegen. Zwei Sachen können Sie dann durchführen. Erstens, Sie gucken erstmal nach Ausschau, ob es sich lohnt, eine Gleichung nach einer Variable aufzulösen. Das lohnt sich nur dann,
wenn in, jetzt hier auf der anderen Seite der Gleichung auch nur eine einzige Variable darin vorkommt. Ja? In den meisten Fällen, sage ich mal dazu. Ja? Also wenn jetzt hier nochmal Lambda mal x mal y gestanden hätte, dann hätte sich das jetzt hier nicht gelohnt. Weil dann hätten Sie jetzt hier noch, in diesem Ausdruck hätten Sie jetzt hier noch y noch mit drin. Und in diesem Ausdruck halt x. Das würde sich ja natürlich nicht lohnen. Okay? Gut. Hier in dem Fall lohnt es sich. Das heißt, im Grunde genommen können Sie dann das System dann damit vereinfachen, wenn Sie jetzt hier die nach x, das nach y auflösen und dann haben Sie jetzt hier bei beiden jetzt hier nur eine Größe, nämlich Lambda, die Sie jetzt hier dann für die dritte Gleichung dann nehmen können. Okay? Und dann versuchen Sie halt Ihr Glück. Wenn das nicht funktioniert, dann versuchen Sie Restriktion einzufügen, und zwar meistens jetzt hier für den Lagrange-Multiplikator. Wenn man jetzt hier zum Beispiel jetzt hier dann die Gleichung hätte, 0 ist gleich 2 mal Lambda mal x, dann hätten Sie sagen können, was passiert, wenn zum Beispiel Lambda gleich 0 ist. Und dann können Sie dann direkt dort angreifen. Ja? Okay? Also vielleicht machen wir beim nächsten Mal noch ein kleines Beispielchen auch dafür, weil das werde ich jetzt hier nicht mehr aufzeigen. Okay? Das ist jetzt hier dann der Mathematik-Teil. Ja? Okay? Nächste Woche fange ich dann, also nächste Woche Montag fange ich nochmal mit Statistik an und ich überlege dann so lange, wie wir dann Termine jetzt hier noch mit einfügen. Sie sagten, wann haben wir Januar immer? Freitags oder? Ja, dann halten Sie sich beim Montag, die Abende montags mal frei. Ja? Weil ich jetzt hier noch ein paar Termine noch, jetzt hier noch mit aufnehmen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja? Okay? Alles klar, dann bedanke ich mich und dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.